Es gibt Hunde, die muskulöser sind als der muskelbepackteste Bodybuilder. Einige wurden auf Kraft und Muskelmasse gezüchtet, um Menschen vor gefährlichen Tieren zu beschützen oder gegen andere Tiere zu kämpfen. Hier sind die 10 muskulösesten Hunderassen. Greyhound. Auch wenn die kurzhaarigen, schlanken Greyhounds nicht muskulös aussehen, sind sie ungeheuer schnelle Hunde, die für die Jagd gezüchtet wurden. Diese Rennhunde mit den wendigen Körpern brauchen kräftige Muskeln, um im Rennen schnell ans Ziel zu gelangen. Greyhounds sind intelligent, leicht zu trainieren und kommen gut mit anderen Tieren und Kindern aus. Als Wachhunde sind sie aber nicht geeignet. Ein Greyhound braucht viel Auslauf und einen hohen Gartenzaun, über den er nicht springen kann. Wenn er auf der Jagd ist, hat er nur Augen für sein Ziel und übersieht alles andere. Er weiß besser als andere Hunde, dass der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten eine gerade Linie ist. Spielende Kinder und Zäune nimmt er auf dieser Linie nicht wahr. Wenn bei der Jagd sein Instinkt überwiegt, stoßen Kommandos auf taube Ohren und wenn er nicht angeleint wird, ist er blitzschnell weg. Rhodesian Ridgeback. Diese Rasse, eine Kreuzung zwischen Mastiff, Jagdhund, Dogge und Terrier, wurde zur Jagd auf und zum Schutz gegen Großwild, zum Beispiel Löwen, gezüchtet. Charakteristisch für die Rasse ist der Ridge, ein Haarstreifen, der auf dem Rücken gegen den Strich wächst. Wenn dein Hund hauptsächlich draußen leben soll, ist dieser kräftige Hund zu empfehlen. Der sogenannte afrikanische Löwenhund wurde mit möglichst viel Muskel und Kraft gezüchtet. Er ist groß, kräftig und eigensinnig und benötigt daher einen guten, erfahrenen Trainer. Ein erwachsener Rhodesian Ridgeback ist ein schöner, schlanker, muskulöser und aktiver Hund mit einer symmetrischen Silhouette. Er ist sehr ausdauernd und schnell, aber auch agil und wendig, was für diese große Hunderasse beachtlich ist. Alaskan Malamute. Der Alaskan Malamute ist eine Kaltwetterrasse mit doppeltem Fell und zusätzlichem Fell, das ihn bei kalten Temperaturen warm hält. Er darf nicht zu schwer werden, um nicht zu überhitzen. Der Schlittenhund ist nach einem Inuit-Stamm in Alaska, den Malamutes, benannt. Er wird seit Generationen zum Ziehen von schweren Schlitten eingesetzt. Alaskan Malamutes sind stark, muskulös und langlebig. Wie die meisten Hunde mit doppeltem Fell bevorzugen sie Kälte und können bei zu hohen Temperaturen krank werden. Sie sind tüchtig und sehr sportlich. Der Hund braucht viel Platz zum Laufen und mindestens eine Stunde intensive Bewegung pro Tag. Ein Besitzer, der wenig Zeit und Energie für die Erziehung und keinen großen Bewegungsdrang hat, ist daher für diese Rasse nicht geeignet. Denn Malamute soll man auch nicht alleine zu Hause lassen oder es ihm von klein auf beibringen. Malamutes sind anhänglich, freundlich, lieb zu Kindern, intelligent und stur. Da sie störrisch sind, sind sie schwer zu trainieren. Sein Charakter ist auf das Überleben gepolt. Erst komm ich und dann du. Andere Tiere betrachtet er als Beute. Er hat einen starken Überlebens- und Jagdinstinkt. Bernhardiner. Bernhardiner wurden als Hütehunde gezüchtet, um Kloster zu bewachen und verirrte Reisende zu retten. Die Rasse wurde aus Rettungshunden gezüchtet, die einst von den Augustinermönchen des Klosters am großen St. Bernhard eingesetzt wurden. Bernhardiner Barry, der mehr als 40 Menschen das Leben gerettet hat, ist berühmt. Das Schnapsfass um seinen Hals für die Rettung der Reisenden ist aber hinzugedichtet. Dieser beeindruckende Hund hat Köpfchen, Kraft, Ausdauer und ist loyal. Obwohl sie schwer auszumachen sind, hat er unter dem dicken Fell beachtliche Muskeln. Benannt nach dem tückischen St. Bernhard-Gebirgspass, musste dieser Hund unabhängig, liebevoll und robust sein, um Mensch und Tier in Schneestürmen zu retten. Rottweiler. Rottweiler sind ruhig, mutig und schwer. Wegen ihrer enormen Muskelmasse können sie bis zu 58 Kilo bei einer Länge von 69 Zentimetern wiegen. Daher werden sie oft mit Herkules, dem mythologischen Kraftprotz, verglichen und gehören zu den muskulösesten Hunderassen. Rottweiler sind stark, aufrichtig, loyal und furchtlos. Sie sind nicht hyperaktiv, sie sind anspruchslos und ausgezeichnete Haustiere für ruhige Haushalte. Obwohl sie den Ruf haben, aggressiv zu sein, sind sie freundlich und extrovertiert, es sei denn, du trainierst sie auf etwas anderes.
Die Rasse stammt aus einer Zeit, als Europa von den Römern beherrscht wurde. Große Hunde begleiteten sie auf ihren Märschen für den Viehtrieb und als Wachhunde. Damals waren Wölfe, Bären und Luchse in ganz Europa verbreitet. Neben diesen einheimischen Tieren entkamen den Römern auch manchmal exotische Raubtiere wie Löwen und Panther, die bei den Arenaspielen eingesetzt wurden. Die Hunde beschützten auf den Märschen Vieh und Menschen. Einige blieben zurück und dienten der lokalen Bevölkerung als Wachhunde. Rottweiler können auf diese Hunde der Römer zurückverfolgt werden. Kangal. Der Kangal wird auch anatolischer Hirtenhund genannt, nach der Region in der Türkei, aus der dieser starke Hund stammt. Dort wird er immer noch zum Bewachen großer Schaf- und Ziegenherden eingesetzt. Der Kangal ist ursprünglich ein Sennenhund, der im Sommer und im Winter die Herde draußen selbstständig bewacht. Die robusteren dieser Hunde werden oft als Wachhunde für Haus und Hof eingesetzt, da sie bis zu 90 Kilogramm wiegen können und wegen ihres schweren Körperbaus nicht zum Hüten geeignet sind. Die lockere Haut des Hundes verbirgt seine großen Muskeln. Der kräftige Kangal ist wie geschaffen, Vieh und Menschen vor Bären, Wölfen, Schakalen, Panthern und anderen Raubtieren zu schützen. Anatolische Hirtenhunde werden nicht nur als Wach- oder Hirtenhunde geschätzt. Wenn sie richtig trainiert und sozialisiert werden, sind sie großartige Familienhunde für aktive Menschen. Der Besitzer muss dem Hund gegenüber klar und konsequent sein. Wie auch andere Sennenhunde reagiert der Kangal im Allgemeinen schlecht auf eine harte Erziehung. Dobermann-Pinscher. Sie sind vielleicht keine gigantischen, sabbernden Monster, aber Dobermänner gehören definitiv zu den muskulösesten Hunden. Viele sind verblüfft, wenn sie erfahren, dass diese Hunde zur Familie der Mastiffs gehören. Sie sind mutig, loyal und hervorragende Wachhunde, aber trotzdem anhänglich und verspielt. Dobermänner sind sehr energiegeladen und benötigen eine eiweißreiche Ernährung, um ihre Muskelmasse zu erhalten. Wie auch andere Wachhunde sollte der Hund bei einem seriösen Züchter erworben werden, der nicht auf Aggressivität züchtet. Der Dobermann ist nach seinem ersten Züchter benannt, dem deutschen Gerichtsvollzieher und Hundefänger Karl Friedrich Louis Dobermann, der im 19. Jahrhundert lebte. Er wollte einen Arbeitshund für diverse Aufgaben und einen Wachhund zum Schutz vor erbosten Steuerschuldnern und deren Hunden. Welche Rassen er gekreuzt hat, ist nicht bekannt. Aufgrund ihres spontanen und intelligenten Wesens können Dobermänner auch als Polizeihund, Katastrophenhund oder Spürhund ausgebildet werden. Englische Bulldogge. Die Bulldogge, auch bekannt als Bullenbeißer, wurde ursprünglich für den Stierkampf gezüchtet. Kämpfe zwischen Hunden und Stieren waren vom 16. bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in vielen Ländern Europas beliebt, vor allem in England. Zum Glück wurde dieser furchtbare Brauch abgeschafft. Damals kämpften mehrere Hunde gegen einen Stier, der mit einer Leine an einen Pfahl gebunden war. Die Hunde bissen in die Flanken, Ohren und vor allem in die Nase des Stiers, um das größere Tier zu bezwingen. Der Stier wurde in jedem Fall mit oder ohne menschliche Hilfe getötet. Im Gegensatz zu amerikanischen Bulldoggen haben englische Bulldoggen viel von ihrem Kampfgeist verloren. Heute sind sie faule, keuchende, schnüffelnde Kuschelhunde. Dennoch kann man die tödliche Kraft dieses Hundes in seinem muskelbepackten Körper sehen. Obwohl er nur etwa 40 cm groß ist, kann er bis zu 22 Kilo schwer werden. American Bully. Der American Bully ist vom American Kennel Club nicht als eigenständige Rasse anerkannt, aber viele Besitzer setzen sich dafür ein, dass sich das zukünftig ändert. Der American Bully ist eine Neuzüchtung als Begleit- und Ausstellungshund. Die Züchter versuchten, unerwünschte Eigenschaften wie Aggressivität und Beutetrieb des American Pitbull Terriers wegzuzüchten, während sein muskulöser Körperbau, seine Einsatzbereitschaft und seine Intelligenz erhalten blieben. Der American Bully ist anpassungsfähig und gut trainierbar. Er ist ein liebevoller Begleiter und Schoßhund, aber doch sehr sportlich. Wendy, der Bully Whippet. Bully Whippet Wendy wurde 2007 durch eine seltene genetische Mutation berühmt, die sie mit ihren 27 Kilogramm Muskeln zum Arnold Schwarzenegger der Hunde machte. Ihre Halsmuskeln waren so dick,
dass sie der Mähne eines Löwen ähnelten. Wendy war Teil einer amerikanischen Genstudie zur Mutation des Myostatin-Gen bei Whippets. Die Studie der National Institutes of Health zeigt, dass Whippets mit einer einzigen defekten Kopie des Gens eine größere Muskelmasse haben, was ihre Rennleistung verbessern kann. Whippets mit zwei mutierten Kopien des Gens werden doppelt muskulös, wie Wendy. Sie wog etwa doppelt so viel wie ein normaler Whippet, hatte aber die gleiche Größe und den gleichen schmalen Kopf. Bully Whippets sehen aus wie eine Monsterhund-Mutation. Ursprünglich wurden sie wegen ihres freakigen Aussehens nicht geschätzt. Aber aufgrund der Popularität des Bodybuildings werden sie nun gezielt gezüchtet, in der Hoffnung, das begehrte Mutantengen zu erhalten. Welchen Hund hättest du gerne? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Bis morgen zum nächsten Top 10-Video.